Okay, zwei Schiffe versenkt. Das dritte kommt hoffentlich gleich. Nö. Okay, da bewegt sich hinter dem einen Wrack da. Den werde ich so schnell nicht bekommen, jedenfalls nicht gleich. Aber der brennt auch schon ordentlich. Ich habe das Ruder auf 5 Grad gestellt. Das müsste ausreichen, um dem Wrack auszuweichen und nicht allzu viel Geschwindigkeit zu verlieren. Ähnlich wie Flugzeuge verlieren auch U-Boote an Geschwindigkeit, wenn sie zu wenden beginnen. So. Haben wir dich. Ja, hört sich aber jetzt nicht mehr lohnen. Gucken, okay. Wir haben den Kill. Und dann können wir auch wieder auf die Brücke gehen. Nimm Kurs wieder auf. Und hier haben wir auch wieder ein Trümmerfeld. Und natürlich durch den Seegang wird das alles ein bisschen durch die Gegend geschleudert. Wenn ich mich nicht irre. Hier haben wir einen Rettungsring. Der wird jetzt bestimmt viel Spaß haben. Und da werden doch einem auf dem Holzfass. Meine hier noch einer gesehen zu haben, hier auf einer Kiste, genau der. Ich würde sagen, ich mache erstmal Schluss für diese Aufnahme und ja, ich werde mal hier in den Hafen vorbeischauen, ob ich da meinen letzten Trupier noch loswerden kann. Also ich hier und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. So, da bin ich wieder.
Ich bin hier in den Hafen von Greenock eingedrungen. Hier im Firth of Clyde habe ich nichts gefunden. Da patrouillieren nur standardmäßig ein paar Zerstörer. Und ich habe mich jetzt einfach entschieden, diesen stillsitzenden Zerstörer da mit meinem letzten Torpedo anzugreifen. Oder Mitschiffs. Da hätten wir es. Schuss vor 5. Der ist in etwa 6 Kilometer entfernt. Ich messe mal die Distanz genau. Wenn wir jetzt mal den Torpedo ansehen, die Daten, dann sehen wir Reichweite 5 bis 7, 5 bis 12 und 5. Soll heißen, bei einer, wenn die Geschwindigkeit auf schnell eingestellt ist, haben wir eine Reichweite von 5 km, bei mittel 5 bis 7 und bei langsam 5 bis 12. So, nehmen wir mal die Einstellung Mittel. Das können wir eigentlich so lassen. Irgendwo sehen. Ne. Ist auch erstmal nicht wichtig. Wir wollen. Uns auf den Weg hier raus machen. Und wir wollen möglichst weit weg sein, wie der Doppel trifft. Da ist er. Und der Torpedo, der müsste davon da irgendwo kommen.
nichts an, liegt der Zerstörer da. Der Großteil der Besatzung ist wahrscheinlich an Land. Wird wahrscheinlich dienstfrei, nur eine Minimalcrew an Bord. Und weg ist er. Für dich ist der Krieg zu Ende. Das von hier aus. Okay, dann können wir die Fallstufe wieder höher stellen und zusehen, dass wir hier rauskommen. So, dann werde ich mal wieder einen Schnitt machen und wieder reinschalten, wenn irgendwas Interessantes passiert. Bis dann.